So, eine neue Woche ist rum und die Ergebnisse dieser Woche, die sind definitiv gemischt. Aber weil ich zum Thema Vorbereitung auch für alle möglichen Skitouren, Bergtouren und Expeditionen definitiv lückenlos sein möchte, möchte ich hier heute keine Kurzfassung daraus machen, obwohl die Woche recht kurz war. Aber dazu jetzt mal mehr. Heute geht es für mich um Krafttraining. Das heißt, ich mache heute ein Zuhause-Training, weil draußen ist es kalt. Der Plan für die Woche ist eigentlich schon fertig geschrieben. Morgen gibt es dann ein bisschen Lead-Klettern. Am Mittwoch gibt es dann wieder eine Trainingsbergtour, eine lange, schöne, ausgedehnte, mit ein bisschen mehr Action und Schnee. Und dann schauen wir mal, was die Woche noch so bringt. Aber heute geht es jetzt erstmal ums Krafttraining. Für alle Leute, die mal Klimmzugtraining machen wollen und sich das Ganze wirklich auf Krafttraining machen wollen und nicht zu sehr auf die Ausdauer, da empfehle ich das hier und das hier in Kombination mit einer Bandschlinge und einem Karabiner. Damit könnt ihr euch nämlich selber wunderbar künstlich schwerer machen und dann könnt ihr auch wirklich ein starkes Krafttraining machen. Denn dann müsst ihr nicht 1000 Klimmzüge machen, weil das ist ja dann doch eher Ausdauertraining. Sondern dann könnt ihr, egal ob an einem, so wie hier, an einem Beastmaker oder auch an einem, ja, was weiß ich, einer Klimmzugstange, könnt ihr dann einfach, ganz einfach Krafttraining machen, indem ihr dann sozusagen so viel Gewicht dran packt, bis ihr eben auf einem normalen Satz wieder seid, dass es auch ein Krafttraining ergibt. Allerwichtigste ist eigentlich immer eine gewisse Erholungszeit zwischen den Wiederholungen, sonst wird halt die Qualität immer schlechter und so kann man sich eigentlich relativ lange verausgaben, obwohl man Krafttraining macht und das ist eigentlich auch Sinn der Sache. Nach einem Krafttraining am Montag ging es für mich am Dienstag zum Klettern und das Klettern, das lief eigentlich ganz gut. Das einzige Problem beim Klettern, das ich immer wieder habe und immer noch habe, ist, dass ich das nicht gut filmen kann. Und wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, wie man das vernünftig filmen könnte, dass so ein paar kletterspezifische Trainings und so weiter, gerade beim Lead-Klettern, ich finde das immer super schwierig. Ich habe auch hier wieder keinerlei Aufnahmen. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr da Ideen habt, wie man das vielleicht irgendwie filmisch festhalten könnte. Ich habe da, wie gesagt, bis jetzt noch nicht so wirklich eine gute Lösung dafür gefunden. Deswegen können wir eigentlich auch straight in den Mittwoch springen. Und den Mittwoch, falls ihr das Freitagsvideo gesehen habt, den kennt ihr eigentlich auch schon mehr als genug. Aber trotzdem hier noch der ein oder andere Ausschnitt für die Wochenzusammenfassung. Guten Morgen. So, wir sind jetzt hier am Parkplatz angekommen. Heute machen wir eine schöne, spannende Bergtour, weil wenn man nach Norden schaut, da ist Winter. Also Winter, Winter. Da habe ich mir echt schon überlegt, könnte man da schon mit den Skiern fahren. Aber südseitig ist noch Sommer. Übrigens, England hat im Zweiten Weltkrieg überlegt, ob sie vielleicht einen Flugzeugträger aus Eis mitten im Atlantik stationieren können. Ja. Heute rinnt uns das Eis zwischen den Fingern weg. Damals dachte man, das überlebt im Atlantik. Tja. Das hier hinten, das ist der sogenannte Hirzer. Und der Hirzer ist eine Bergtour, die eigentlich relativ trivial ist. Aber sie ist komplett unbekannt. Also es kennt sie tatsächlich kaum jemand. Es gibt keinen markierten Weg. Es gibt hier und wieder mal einen Steinmann. Es gibt vereinzelt Markierungen, zumindest bis zu gewissen Punkten. Es gibt eigentlich auch ab einem gewissen Punkt keinen richtigen oder falschen Weg mehr, sondern nur noch einen Weg, den man für sich selber als am logischsten betrachtet. Und das ist wirklich eine Bergtour, eine von vielen, die ich kenne, bei der man auch am Wochenende, auch bei schönem Wetter, auch mitten im Sommer maximal eine oder zwei Personen sieht. Hirzer ist wirklich eigentlich kein Geheimtipp bei den Einheimischen, aber abgesehen von den Einheimischen kennt das Ding niemand. Und ich kann das übrigens sagen, weil ich weiß, dass auch weiterhin niemand da hochgehen wird, selbst wenn ich jetzt
10 Millionen Abonnenten hätte und 10 Millionen Zuschauer, kein Mensch geht da hoch, weil es gibt in der Umgebung einfach so viele bekannte Klassiker, den Glungitzer, den Patschakofel. Da gibt es so viele Berge, die man kennt und die propagiert werden, auch in der Bergwerbung und so. Es wird weiterhin niemand auf den Hirzer gehen. Aber für die Leute, die Bergerfahrung haben, die sich ein bisschen im alpinen Gelände auskennen, ein Gespür für die Orientierung haben, der Hirzer. Es ist natürlich trotzdem eine sehr, sehr schöne Tour. Und zack, da habe ich mich schon verstiegen. Weil ich immer so sehr den Mund aufmachen muss. Ich habe immer so viel zu sagen und zu erzählen. Dann will ich euch einen Tipp geben, dann merke ich, dass ich selber falsch bin. Und damit war am Donnerstag für mich Pausetag angesagt. Dann waren es ja quasi 3 Tage in Folge wieder Belastung, Belastung, Belastung und zwar immer wieder andere Sachen, aber ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für eine Pause. Vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, mein Finger, nämlich diesmal nicht der Ringfinger, sondern mein Mittelfinger, der ist ein bisschen angeschlagen von den vielen sehr, sehr schweren Sessions in letzter Zeit, die sehr auf die Kraft, Ausdauer gingen, die sehr auf harte, kleine Leisten gingen und so weiter. In sehr hohen Schwierigkeitsgraden mittlerweile wieder. Da hat mein Finger einfach gesagt, na, mach mal wieder ein bisschen langsamer. Es ist noch nicht so schlimm, aber wenn man ihn spürt, dann sollte man halt definitiv, gerade was die Verletzungsprävention betrifft, einfach wieder einen Gang zurückschalten, Pause machen. Gerade bei den Bändern, bei den Ringbändern gibt es eigentlich nichts, was man tun kann, außer Pause machen, Ruhe geben, entlasten und wieder eine Pause reinbringen, die für die Regeneration sorgt und auch für die Stärkung der Bänder und der Sehne, die dann letztlich wiederum dazu führt, dass man auch wieder mehr machen kann. Aber wenn man sich diese Zeit dann letztlich nicht nimmt, die es dann letztlich braucht, damit man wieder fit ist, dann führt es eben zu Verletzungen und genau das möchte ich jetzt in dieser Aufbauphase in der ersten absolut tunlichst vermeiden. Und deswegen habe ich dann letztlich einen Gang zurückgeschaltet, bin am Donnerstag nicht klettern gegangen, bin auch am Freitag nicht klettern gegangen. Aber ich bin, und das ist das Schöne, am Freitag sichern gegangen. Ich hatte es beim Sichern hochgezogen einmal nach einem Sturz und ich bin genau mit meinem Fersenbein sehr frontal auf einen Tritt, auf so einen kleinen Knopftritt. Und das hat jetzt sehr, sehr erfolgreich dazu geführt, dass ich am nächsten Tag gleich nicht mehr gehen konnte. Also auch am Vortag schon eigentlich nicht mehr gehen konnte, aber am nächsten Tag dann auch gar nicht mehr gehen konnte. Das bescherte mir dann einen Besuch im Krankenhaus und dieser Besuch im Krankenhaus endete mit, ja, nichts gebrochen, schon mal gut, weil ich ja im Jänner viel gehen muss, und aber dafür eine sehr saftige Prellung mit einer verletzten Faszie, und das alles führt jetzt letztlich dazu, dass ich wieder ein paar Tage Pause brauche. Und diese Zwangspause, die ist jetzt natürlich super nervig. So richtig Pause konnte ich leider bis jetzt noch nicht machen. Ich musste nämlich die letzten 2 Tage auf der Alpinmesse noch durchhalten, auch wenn das mit dem Humpelfuß dann relativ schlecht ging, denn Belasten hinten ist natürlich jetzt ganz, 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 ganz heftig schmerzhaft. Aber geht halt nicht anders. Und jetzt bin ich halt quasi am Vorfuß herumgehumpelt, aber diese 2 Messetage sind jetzt auch noch vorbeigegangen und dementsprechend ist die Woche auch schon wieder rum. Was man daraus mitnehmen kann, auf jeden Fall, auch wenn es noch so, ja, vielleicht unnotwendig oder ideenlos aussieht, zieht euch einfach immer weiche Schuhe an, wenn ihr sichert, auch wenn ihr glaubt, der Partner stürzt nicht oder es kann nichts passieren oder man hat alles unter Kontrolle etc. Das war auch ein kontrollierter Sturz, aber ich bin halt einfach, als ich gegen die Wand bin, genauso blöd auf so einen Trittknopf. Insofern, es kann immer was passieren. Ich war dumm, ich habe meine Schuhe nicht angezogen. Das ist ein wichtiges Learning, auch für euch hoffentlich, dass man sagt, okay, es kann beim Sichern doch einiges schief gehen. Zieht euch einfach Schuhe an. Dann wäre das auch sehr schmerzhaft gewesen, aber nicht so, ja, so blöd ausgegangen im Prinzip. War jetzt nicht die Bilder einen Satz mit Spektrum. Ich hätte jetzt gerne Datteln mit Spektrum. Naja, jedenfalls war jetzt nicht die spektakulärste Woche, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen interessiert. Ein paar Übungen waren ja auch dabei, die ihr vielleicht nachmachen könnt, die euch interessieren. Ist ja auch nicht ganz uninteressant, hoffentlich, für alle Kletterer unter euch. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche haben wir dann am Sonntag ein spezifisches Thema. Da beschäftigen wir uns nämlich, und da zeige ich euch einiges, zum Thema Firmen und Reiseanbieter, die Trekkingreisen, Expeditionen und Co. anbieten, aber auch so Wanderreisen. Und was sich dahinter eigentlich so verbirgt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!